ich habe schon ganz früh angefangen, mit 15 bin ich schon in die Lehre gegangen. Böse Zungen behaupten, die Schule wollte mich nicht länger haben. So, ich bin Johannes King, ich treibe seit fast 18 Jahren mein Unwesen hier auf Sylt. Die Basis ist hier, das Öhringhof, das ist meine Trutzburg, kann man wirklich sagen. Und das Drumherum, was ich habe, das ist im Laufe der Zeit aufgebaut worden. Und es geht nicht, dass man sowas alleine macht. Es braucht ein richtig gutes Team, die das mitleben wollen. Und dann wird auch ein Ganzes draus. Ich bin der Kopf davon, ja. Aber ohne das Team wäre ich immer noch der King, aber mit ganz wenig Inhalt. Die Küche, die sich aber entwickelt hat, die entwickelt sich auch weiter, die bleibt nicht stehen. Bestimmte Dinge bleiben aber die Basis dafür. Wenn man das nicht gelernt hat, kann man mit Grundprodukten nicht umgehen. Es gibt einen roten Faden und bei dem roten Faden gibt es rechts und links eine ganze Menge Möglichkeiten. Wenn man mal ganz genau in die Natur guckt, haben wir wahnsinnig viel. Und wie viel nutzen wir davon? Früher hat man ja gesagt, man hat Unkraut im Garten, heute sagt man hat Wildkräuter im Garten. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und dann gibt es eben auch die Essbaren und die Nicht-Essbaren. Und wenn ich nach Sylt fahre, ist ja klar, dass ich eine Meeresküche haben möchte. Wenn ich nach Bayern fahre, will ich kein Krambrot haben. So, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich ins Watt gehe, dann nehme ich mir was Ordentliches mit. Ich habe schon mal was zum Trinken dabei. Und das ist eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte, wo wir sagen, Mensch, tolle Produkte, tolle Anleitungen, tolles Handwerk und dann eben auch so ein bisschen Begeisterung und ein bisschen Inspiration zu geben. Mich treibt eben dieses ganze Feld an. Und warum soll ich das Wissen nicht weitergeben, was ich habe? Wissen teilen ist wahnsinnig wichtig, es macht Spaß, es bringt Inspiration auch zurück und bringt uns alle ein Stück weiter.